Die Schlinge für Bayern-Präsident Uli Hoeneß zieht sich immer weiter zu. Am zweiten Prozesstag wuchs die Summe, die Hoeneß an Steuern hinterzogen haben soll, auf gigantische 27,2 Millionen Euro. Die Anklage war bisher von 3,5 Millionen Euro ausgegangen. Nach den Ausführungen der Zeugen heute der Steuerfahndung, und das ist die maßgebliche Ermittlungsbehörde bei Steuerhinterziehung, sind die Zahlen, die sie so vorgelegt hat, belastbar. Insofern hat sich aus unserer Sicht die angeklagte Summe dann, wenn sie so in das Verfahren eingeführt wird, wie es heute geschehen ist, um 23,7 Millionen Euro erhöht. Nicht auszuschließen, dass diese Summe noch weiter steigt. Denn die entsprechenden Unterlagen wurden den Steuerbehörden erst kurz vor Prozessbeginn vorgelegt und konnten bislang nur oberflächlich untersucht werden. Das ist, das hat die Zeugin auch betont, selbstverständlich nur eine vorläufige Berechnung. Bei dieser Berechnung sind zahlreiche Parameter zugunsten des Angeklagten angesetzt worden, für die die Zeugin nach ihrem Bekunden noch keine Belege hat. Ebenfalls problematisch für Hoeneß, die brisanten Unterlagen sollen bereits seit über einem Jahr vorliegen. Wir nehmen das auch erstaunt zur Kenntnis, dass dieser Stick offensichtlich, so die Angaben der Steuerfahnderin, bereits im Januar 2013 mit den Daten fertig vorbereitet war. Noch ist unklar, ob das Urteil wie geplant am Donnerstag verkündet wird. Nach dem zweiten Prozesstag zeichnet sich jedoch immer klarer ab, dass dieses Urteil für Uli Hoeneß kein gutes sein könnte.